Für Hertha BSC stellt nochmal die letzte Januarwoche eine Möglichkeit dar, den Kader zu verstärken. Nach der gestrigen deutlichen Niederlage gegen Rekordmeister Bayern wurde wieder einmal klar, dass die Hertha-Mannschaft eindeutige Mängel aufweist. Vor allem in der Defensive ist man sehr, sehr anfällig und nicht sehr sattelfest. Deswegen könnte dieses Transferfenster noch sehr entscheidend werden für die Berliner. Und da gibt es natürlich wieder sehr viele Gerüchte über mögliche Zugänge, die Hertha noch in diesem Januar verstärken könnten. Einer davon ist das französische Talent Kélian Nsonah, ein Flügelstürmer aus der zweiten französischen Liga, aber auch Bundesliga gestattene Spieler wie zum Beispiel ein Ermedin Demirovic von Freiburg oder auch ein Marc-Oliver Kempf vom VfB Stuttgart sollen auf der Liste stehen. Starten wir mit Kélian Nsonah, ein Spieler, der in Deutschland noch relativ unbekannt ist, hat damit auch zu tun, dass er in der zweiten französischen Liga beim SM Caen spielt, wo er durchaus zu überzeugen wusste, aber momentan auch eine Verletzung mit sich trägt. Nichtsdestotrotz ist der großgewachsene Rechtsaußen eine interessante Variante für Hertha. In 37 Spielen für Caen konnte Nsonah 2 Tore verbuchen, noch keine Assists beisteuern, aber soll laut vielen französischen Medien ein recht großes Talent sein in der zweiten französischen Liga, und das ist natürlich auch der Hertha aufgefallen, die den Franzosen jetzt noch in diesem Januar verpflichten wollen, auch bereit sind, vielleicht eine kleine Ablösesumme zu zahlen, anstatt ihn im Sommer zu bekommen. Es scheint wirklich so, dass Hertha da den Kader noch grundsätzlich verstärken will, und Nsonah könnte einer dieser Spieler sein, der das machen würde. Nsonah spielt auch für die französische 18 Nationalmannschaft, hat auch schon Einsätze verbucht für diese, hat einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro laut transfermarkt.de und hat Wurzeln im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, und wird von vielen Beobachtern als sehr, sehr schnell, als sehr trickreich beschrieben. Hat es zwar nicht die besten Statistiken als Rechtsaußen, soll aber für ordentlich Dampf machen auf der rechten Seite, und das hat sicherlich auch die Hertha beeindruckt. Dieser Deal ist auf jeden Fall eher für die Zukunft gedacht. Ich denke, wenn er jetzt trotzdem im Januar wechselt, wird das nicht viel Impact auf die Saison von Hertha haben. Er wird sich erst eingewöhnen müssen. Außer er hat natürlich eine riesen Saison, er ist ja auch verletzt momentan, also noch nicht sehr viel, was man sagen kann über die Zukunft, was mit ihm passieren wird bei der Hertha. Was sagt ihr zu diesem Transfer, diesem möglichen Transfer? Schreibt zu eurer Meinung gerne in die Kommentare rein. Gehen wir zurück in die deutsche Bundesliga, und da werden noch zwei andere Spieler mit einem Wechsel zu Hertha mehrfach in Verbindung gebracht, und es handelt sich dabei um Demirovic von Freiburg und Kempf von Stuttgart. Beginnen wir mal mit dem Bosnier Ermedin Demirovic. Der 23-jährige Stürmer ist ja damals von Deportivo Alavés zu Freiburg gekommen. Zuvor hat er beim St. Gallen recht gute Quoten gehabt und ist momentan ein wichtiger Bestandteil von Freiburg. Der bullige Stürmer hat in dieser aktuellen Bundesliga-Saison 18 Spiele gemacht, ein Tor beigesteuert und 2 Vorlagen gegeben, ist also durch ein wichtiger Spieler im Kader von Christian Streich und jemand, bei dem Hertha auf jeden Fall eine Ablösesumme zahlen müsste, eine ordentliche, um ihn von Freiburg wegzulotsen, die sicherlich momentan nicht so Lust hätten, Demirovic abzugeben, aber sicherlich, wenn das Angebot stimmt und Demirovic wechseln will, kann das durchaus passieren. Ein Transfer, der weitaus wahrscheinlicher ist, ist der Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf, der momentan noch beim VfB Stuttgart kickt, dessen Vertrag aber im Sommer auslaufen wird, und das heißt, er könnte ablösefrei gehen. Und es hat natürlich die Begehrlichkeiten einiger deutschen Clubs auch aufmerksam gemacht auf den Innenverteidiger, der bei Stuttgart momentan etwas außen vor ist, weil sie vor allem mit Mavropanos und Anton eigentlich eine sehr gute Innenverteidigung haben. Und somit könnte die Frage sein, wo wechselt Marc-Oliver Kempf hin, und Hertha wird da am meisten genannt. Angeblich sollen sich beide Parteien schon einig sein, es ist eher eine Frage des wann dieser Wechsel stattfinden würde, denn Hertha will Kempf natürlich jetzt schon sofort haben, denn sie wollen Verstärkung für die Innenverteidigung haben, um sich für die Bundesliga-Saison zu rüsten, für die Rückrunde vor allem, aber natürlich Stuttgart wird Kempf nicht ziehen lassen ohne Ablösesumme im Januar, weil sie natürlich ihren Kader auch brauchen und auch selber irgendwo im Abstiegskampf mit dabei sind momentan. Also auf jeden Fall eine interessante Situation, aber ich sehe diesen Deal auf jeden Fall mehr passieren als den Demirovic-Deal. Was ist nun also eure Meinung zu diesen Deals? Glaubt ihr, diese Spieler können Hertha punktuell verstärken, oder denkt ihr, dass das nicht viel helfen wird und dass vor allem eher der Trainer, das Management das Problem sind bei der Hertha? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls euch dieses kleine Transfer-Update zu Hertha BSC gefallen hat, gerne Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen, und schreibt eure Meinung zu diesen möglichen Deals in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.